So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es um Linearkombinationen von Vektoren, auch um die lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren sowie auch um die geometrische Darstellung der linearen Unabhängigkeit und Abhängigkeit. Fangen wir mal an. Stellen wir uns vor, wir hätten in einer Ebene, wenn wir auch noch klären genauer, aber werden eine Ebene, stellen Sie sich vor, wie eine Platte, ne? Im Prinzip mit einer unendlichen Ausdehnung, das kann ich jetzt allerdings hier nicht zeigen. Und in dieser Ebene hätten wir jetzt hier drei Vektoren. So, wir hätten hier einen Vektor A, hier hätten wir einen Vektor B. Sie können die Vektoren entweder mit einem Pfeil über den kleinen Buchstaben darstellen, oder aber auch mit einem halben Pfeil oder in der Literatur finden Sie dies auch mit fettgedruckten Buchstaben. Jetzt wäre die Frage, die man sich hier stellen könnte, könnte man diesen Vektor A vielleicht aus den Vektoren B und C bilden? Ja, wäre das irgendwie möglich? Ja, das bedeutet also, es wäre die Frage, ob ich beispielsweise, wenn wir uns das mal anschauen, ich mache es mal grün. Zum Beispiel hier der Vektor B, der ist ja schon hier in etwa in der gleichen Höhe wie der Vektor A, beziehungsweise wie der Punkt, auf den dieser zeigt. Außer hier der Vektor, ja, der Vektor C nicht ganz, ne, da bräuchten wir noch ein Stückelchen. Das bedeutet, dass man könnte sich hier die Frage stellen, ob man vielleicht diesen Vektor A darstellen könnte, indem man einfach Vektor B und Vektor C miteinander addiert. Da jetzt Vektor C allerdings nicht genau hier in der gleichen, ja, in der gleichen Koordinate sich hier befindet, ne? Das heißt, seine Ausdehnung auf der X-Achse zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, das hier wäre die X-Achse, wäre nicht ganz entsprechend der von Vektor A, also dass wir also hier nur bis dahin kommen. Das heißt also, wir müssten den Vektor C um ein Stückchen verlängern. Ja. Ja, wir wissen ja, dass wir einen Vektor mit einem Skalar multiplizieren können. Dadurch können wir ein Vielfaches bilden des Vektors. Wir können ihn also auch verlängern, wir können ihn auch verkürzen, je nachdem. Diesen Skalar nennen wir jetzt hier einfach mal Lambda. Das bedeutet, die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, wäre, können wir das so darstellen? Ja? Können wir den Vektor A auf die Art und Weise darstellen? Nach den Gesetzen der Vektoraddition, ja, und nach den Gesetzen der Vektormultiplikation mit einem Skalar wäre dies eigentlich möglich. Ja? Das heißt, wir können dann auch konstatieren, Vektoraddition und Definition Skalarmultiplikation. Skalarmultiplikation. Dadurch, wie gesagt, würde dies ermöglicht werden durch diese beiden Gesetzesmäßigkeiten bzw. Definitionen, die sich hier ergeben. Vektor A und Vektor B. Die gehören natürlich, um die zu beschreiben, brauchen wir natürlich wieder eine Menge. Das heißt, dass wir sagen, Vektor A, Vektor B und Vektor C sind letztendlich Elemente des R3s, also des Raums. Das hier ist nichts anderes als eine kartesische Menge. Würde im Prinzip so aussehen. Also dies würde auch entsprechen R mal R mal R. Man schreibt dann aber auch einfach R hoch 3. Ne? So können Sie das also auch darstellen. Das wäre die Möglichkeit. Das bedeutet, wir können hier, der Skalar müssen wir auch noch beschreiben, für, habe ich hierhin, für Lambda, das ist ein Element aus R, einfach aus den reellen Zahlen. Das heißt also im Klartext, auf die Art und Weise können wir dann auch dank dieser Gesetzesmäßigkeiten diesen Vektor A beschreiben. Das bedeutet, der Vektor A ist jetzt in diesem Fall eine Linearkombination, beziehungsweise kann durch eine Linearkombination kann dieser gebildet werden.
Linearkombination schreibe ich hier mal hin. Linearkombination aus Vektor B und Vektor C. Das heißt also, immer wenn ich auf die Art und Weise einen Vektor bilden kann, habe ich eine Linearkombination, beziehungsweise ich habe diesen Vektor durch eine Linearkombination gebildet. Als nächstes, na, wollen wir das Ganze allerdings noch ein bisschen formaler machen. Das war jetzt hier in noch viel zu allgemeiner Form. Wir stellen uns vor, wir haben eine endliche Anzahl an Vektoren. Na, also beispielsweise für A1, A2, jeweils Vektoren bis AN, jeweils Elemente des R3s. Na, und für Lambda 1, Lambda 2 bis Lambda m, jeweils Elemente der reellen Zahlen. Also Lambda ist nichts anderes als ein Skalar. Das hier sind unsere Vektoren. Da kann ich zum Beispiel auch einen beliebigen Vektor, na, müssen wir hier im Prinzip auch noch mit angeben. Zum Beispiel kann ich auch noch sagen, hier, wir haben einen Vektor x noch, dann könnte ich zum Beispiel diesen Vektor x, da habe ich es falsch hin vergessen, dann könnte ich diesen Vektor x auch durch eine Linearkombination aus diesen ganzen Vektoren und diesen ganzen Skalaren hier bilden. Ich könnte also hier einfach sagen, okay, Lambda 1 mal Vektor A1 plus Lambda 2 mal Vektor A2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus letztendlich Lambda m mal Vektor AN. Das wäre dann letztendlich eine Linearkombination. Kombination. Das wäre also das. Eine Linearkombination, die im Übrigen sehr interessant ist, ne? Die im Übrigen immer sehr interessant ist, ist eine Linearkombination, die den Nullvektor beschreibt. Das bedeutet also, Linearkombination dieser Form her, dass wir hier den Nullvektor haben. Nullvektor, gerade hier, dass Sie es gleich sehen, Nullvektor ist nichts anderes als diese Form, 0, 0, 0. Wohlgemerkt, wenn der Nullvektor hier in dem Fall ein Element das R3 wäre, dann wären hier alle Koordinaten, man sagt auch Komponenten des Vektors, wären 0. Wenn ich diesen Nullvektor auch durch eine entsprechende Kombination darstellen kann, na, da kann ich im Prinzip immer, das werden Sie auch gleich sehen, also auch hier wieder das Ganze aufmultiplizieren, also nicht aufmultiplizieren, aufsummieren, besser gesagt, Entschuldigung, plus Lambda n mal an. So. Diese Vektorgleichung, ne, hat im Prinzip immer eine Lösung. Ne, und zwar, wenn in diesem Fall Lambda 1, ne, gleich Lambda 2 gleich Punkt, Punkt, Punkt gleich Lambda n gleich 0 ist. Ne, haben wir diese Lösung haben wir immer. Das heißt also, ich kann diesen, wenn ich diesen Nullvektor als Linearkombination darstelle, ne, dann kann ich ihn immer dadurch darstellen, dass ich diese Skalare auf 0 setze. Na, auf die Art und Weise bildet sich dann automatisch der Nullvektor, beziehungsweise die jeweiligen Komponenten werden 0. Na, als Beispiel, wir stellen uns hier vor, wir multiplizieren einen Vektor. Na, wir haben hier den Vektor beispielsweise a, b und c mit diesen Koordinaten. Und dann wissen wir dank der Gesetzmäßigkeit der Skalarmultiplikation, dass wir dann hier rechnen können 0 mal a, 0 mal b und 0 mal c. So. Dadurch, ne, wissen wir aber auch, dank der Gesetzesmäßigkeit, ne, zum Beispiel, wenn ich eine Zahl mit 0 multipliziere, wird diese Zahl automatisch 0. Das bedeutet, ich kann dann hier automatisch hier den Nullvektor bilden. Ne?
Das ist dann automatisch erfüllt durch die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten. Also hier letztendlich Skalarmultiplikation, Addition und hier letztendlich Multiplikation 0 mal a allgemein oder 0 mal x ist gleich 0, dank dieser Gesetzmäßigkeit. Ja. Können wir das auf die Art und Weise hier auch formulieren. Um jetzt eine solche Vektorgleichung hier, beispielsweise in diesem Fall oder in diesem Fall, na, hier sagt man im Übrigen, das ist die trivale Lösung. Ne? Also wenn ich alle Skalare auf 0 setze, dann spricht man davon, dass wir hier eine trivale Lösung haben. Die trivale Lösung, die gibt es immer. Und die entscheidende Frage ist es immer, gibt es hierfür auch, in diesem Fall gibt es da auch eine nicht-trivale Lösung, also wo wir nicht alle Skalare auf 0 setzen müssen, sondern wo wir auch wirklich entsprechende von 0 unterschiedliche Werte haben. Ne? Wenn einer dann dieser Skalare 0 ist, macht das nichts, aber die anderen sollten nicht 0 sein. Ne? Sowas kann man dann durch ein lineares Gleichungssystem feststellen. Lineare Gleichungssystem, wie man die löst, das habe ich auch schon in einem Video beschrieben. Beziehungsweise man kann sie auch mit Hilfe des Computers berechnen. Es gibt zum Beispiel hier eine schöne Seite, die nennt sich arntbrünner.de. Die werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Da können Sie hier lineare Gleichungssystem mit bis zu 26 Variablen und Gleichungen eingeben. Allerdings sollten hier für die jeweiligen Variablen, zum Beispiel Lambda 1, Lambda 2, Lambda n, können Sie hier leider nicht eingeben. Dafür müssen Sie dann Buchstaben verwenden. Zum Beispiel Lambda 1 mit a, Lambda 2, wir können ja gerade mal ein Beispiel rechnen und sagen wir mal, wir haben 3a. Oder zum Beispiel, das muss ich kurz überlegen. Stellen wir uns vor, wir hätten zum Beispiel, ja, 3a plus 4b plus 2c. Das Ganze soll jetzt zum Beispiel 15 sein. Wobei immer hier a, b und c jeweils Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 wären. Dann zum Beispiel hier 6a plus 0 plus 4c oder 4c ist gleich 20. Und dann noch zum Beispiel 0 plus 10b plus 4c ist 13 als Beispiel. Wenn hier entsprechende Lambdas später fehlen, na, beispielsweise, wenn Sie das Ganze umsetzen, machen Sie das einfach durch 0 deutlich. Lösen des Gleichungssystems, klicken Sie hier drauf und dann bekommen Sie automatisch die Lösung angezeigt. Hier in Bruchschreibweise können Sie auch hier einstellen, wobei ich die Schreibweise am besten finde. Aber Sie können das Ganze natürlich auch als Dezimalzahl erfassen. Ne? Da haben wir hier die Lösungen und das wären dann letztendlich die Kombinationen, um dann hier den Vektor beispielsweise 15, 20 und 13 darstellen zu können. Ne? Sie können im Übrigen von dieser Seite ja auch sich Übungsaufgaben ausgeben lassen. Ne? Eine ganze Seite mit Übungsaufgaben und mit den jeweiligen Lösungswegen bzw. Lösungen können Sie hier auch machen. Sie können sich hier ein detailliertes Protokoll ausgeben lassen für den Lösungsweg, ne, damit Sie das Ganze selbst erfassen können, vielleicht sehen können, welche Fehler Sie gemacht haben. Das sind die Möglichkeiten. Also wie gesagt, das ist das. Also wenn es hier von 0 unterschiedliche Lösungen gibt, wie gesagt, es gibt hier auch noch die nicht-trivale Lösung, nicht-trivale Lösung. Das bedeutet, wenn diese von 0 unterschiedlich sind. Es kommt hier immer darauf an, denn jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt zum Beispiel die lineare Abhängigkeit. Ne? Wenn wir oben bei den drei Vektoren, die wir hier eingeführt haben, zum Beispiel ganz hier oben, a, b und Vektor c, die behalten wir jetzt mal bei als Beispiel. Wenn ich den Vektor a durch eine Linearkombination aus Vektor b, schauen wir Lambda 1 hin, plus Lambda 2, Vektor c darstellen kann. Das ist nicht so schön. Natürlich kann Lambda 1 auch 1 sein, oder Lambda 2 kann 1 sein, je nachdem. Aber wenn ich das so darstellen kann, dann kann ich sagen, okay,
der Vektor a, beziehungsweise nicht nur der Vektor a, sondern alle drei Vektoren sind linear abhängig. Ich kann also, wenn das gilt, kann ich also sagen, okay, Vektor a, Vektor b und Vektor c sind linear abhängig. Linear abhängig. Das ist das, was ich sagen kann dadurch. Beziehungsweise ganz allgemein, linear abhängig bedeutet im Allgemeinen, wenn wir es nochmal auf diesen allgemeinen Fall zurückführen, wo wir hier eingeführt haben, dass wir Vektoren haben, a1 bis an, Skalare, Lambda 1 bis Lambda n, und wir wollen jetzt daraus den Nullvektor bilden, also sowas zum Beispiel hier. Dann kann ich hier auch sagen, okay, Lambda 1 mal Vektor a plus Lambda 2 mal Vektor a1 und a2 bis Lambda n mal am. Ne? Wenn es hierfür eine nicht-trivale Lösung gibt, ne? Wenn es eine nicht-trivale Lösung gibt, eine nicht trivale Lösung gibt, dann sind diese Vektoren a1 bis an sind dann linear abhängig. Ne? Das heißt also, wenn Lambda 1 bis Lambda n ungleich 0 sind oder wenn nur einer davon gleich 0 wäre oder 2, aber nicht alle, die dürfen nicht alle, das heißt also, ne, Lambda 1 bis Lambda an, na, dürfen nicht alle gleich 0 sein, müssen ungleich 0 sein. Na. So, dann spricht man hier davon, dass a1 bis an die Vektoren linear abhängig sind, wenn es aber hierfür nur die trivale Lösung gibt. Na. Das heißt also, dann sind wir bei linear unabhängig, na, wenn es nur die trivale, wenn es nur die trivale Lösung gibt. Das wäre dann dieser Fall. Ne? Wie man das erkennen kann im Übrigen, ne? Da reicht mir jetzt leider die Zeit nicht mehr aus, beziehungsweise, doch, ich könnte es noch einbauen. Stellen wir uns mal vor, wir haben einen ganz allgemeinen Fall. Wir wollen den Nullvektor einfach nur durch zwei Vektoren a und b bilden. Ne? So. Für diese Vektorgleichung würde es jetzt eine nicht-trivale Lösung geben. Das bedeutet, a und b seien linear abhängig. Vektor a und Vektor b. Linear abhängig. Ne? Davon gehen wir jetzt mal aus. Die Vektoren und die Skalare haben wir ja bereits oben schon eingeführt, auch den Nullvektor. Dann würde es das Ganze geometrisch folgendermaßen aussehen. Und zwar könnten wir dann schreiben, dass beide Vektoren, ne, entweder so, ne, oder zum Beispiel das hier, Vektor b, dass beide Vektoren parallel zueinander stehen. Entweder gleichgerichtet parallel oder ungleichgerichtet, so wie hier. Das heißt also, der Vektor b beispielsweise, der könnte dann zum Beispiel auch so aussehen, dass wir hier sagen, das ist der Vektor b und die sind jetzt gleichgerichtet oder ungleichgerichtet. Ne? Aber wichtig ist, sie stehen dann parallel. Warum stehen sie parallel? Ganz einfach. Wir können diese Gleichung hier, wenn wir diese Vektorgleichung auf den Vektor a umstellen, sodass wir hier also Vektor a haben, dann können wir hier sagen, wir haben hier minus Lambda 2 mal Vektor b, also einfach hier das hier abziehen, ne, minus das hier, hier haben wir den Nullvektor, da haben wir das und dann dividieren wir anschließend noch durch Lambda 1. Ne. Das heißt also, wir haben dann hier stehen. Letztendlich machen wir ein bisschen sauberer. Vektor a ist gleich das hier. Ne? Wenn wir es umstellen auf Vektor a, das hier also umgestellt auf Vektor a, dann haben wir das und dann sehen wir hier, dass der Vektor a nichts anderes ist als ein Vielfaches des Vektor b. Ne?
da hier ein Vielfaches ist, das haben wir ja schon gelernt. Na, nochmal Stichwort Skalarmultiplikation, schreibe ich hier mal hin. Nochmal Skalarmultiplikation bedeutet das nichts anderes, als dass diese Vektoren parallel zueinander stehen. Da wir hier ein negatives Vorzeichen noch davor haben, kann auch der Fall auftreten, dass sie also nicht gleichmäßig parallel sind, also nicht so, sondern wie gesagt, dass hier zum Beispiel einer der Vektoren, das kann auch a sein, umgekehrt ist. Aber sie müssen parallel stehen. Daran erkennen wir das schon mal bei zwei Vektoren. Wenn wir es mit drei Vektoren zu tun haben, also einfach der obige Fall, dass wir sagen, wir bilden den Nullvektor aus Vektor, aus Lambda 1 mal Vektor a plus Lambda 2 mal Vektor b plus Lambda 3 mal Vektor c. Es gilt hier auch wieder, a, b und c sind linear abhängig. Kürze ich mal ab, linear abhängig. Dann würde sich das Ganze so darstellen, wenn dass diese drei Vektoren alle in einer Ebene liegen. Das werden wir auch noch genauer erfassen, was eine Ebene ist. Das mache ich jetzt hier mal so skizzenhaft. Das heißt also, wir werden dann beispielsweise diesen Fall hier, wie wir hier oben schon gehabt haben, also beide Vektoren, also alle drei Vektoren liegen alle in einer Ebene. Na? So. Man spricht hier auch von Komplanar. Na? Komplanar, Komplanar. Na? Wenn alle drei Vektoren hier linear abhängig sind, liegen sie auch in einer Ebene. Beziehungsweise bei diesem Fall hier, wenn die parallel zueinander stehen, sprich A und B sind linear abhängig, dann spricht man auch hier von kollinear. Kollinear. Na? Das wäre also noch dieser Punkt. Na? So. Das hier ergibt sich auch wieder daraus, dass wir letztendlich den Vektor a hier, wenn wir diese Gleichung auf den Vektor a umstellen, na, das mache ich jetzt allerdings aus Zeitgründen nicht. Wenn wir diesen, können Sie ja zur Übung machen, wenn Sie diese Gleichung auf den Vektor a umstellen, dann werden Sie feststellen, dass sich der Vektor a hier als eine Linearkombination aus Vektor b und Vektor c ergibt. Und dadurch bildet sich dann auch hier diese geometrische Form. Das wäre also das. Auf die Art und Weise können Sie auch erkennen, ob Vektoren linear abhängig sind oder nicht. Beispielsweise im Fall von zwei Vektoren, wenn diese parallel stehen. Oder bei mehreren Vektoren, wenn diese alle in einer Ebene liegen. Na? Dann wäre das. Okay. Bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Würde mich darüber ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.